Und damit mal wieder Hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Und hier ist er wieder, euer erstärkter Valleybrick. Und ich habe mich ja so sehr drauf gefreut, endlich wieder normal Videos drehen zu können. Und jetzt kann es endlich wieder richtig losgehen. Ihr seht es natürlich noch nicht, aber ich weiß schon, was sich in diesem chinesischen Eigenimports Polybag befindet. Und zwar haben wir hier drin den Ford Fairlane von Pandas Brick. Das ist ein Set, auf das ich mich sehr gefreut habe und eignet sich dementsprechend sehr gut wieder zum Einstieg für die richtigen Videos. Und zwar ist es von Pandas Brick die 666034 und es stellt am Ende so einen richtig schönen alten Ford Fairlane dar. Die Anleitung ist eine Auffaltanleitung, die Darstellungen sind relativ klein, aber trotzdem noch gut erkennbar. Es wird entsättigt dargestellt, was schon gebaut wurde und was neu gebaut wird, wird in Vollfarbe dargestellt. Insgesamt haben wir bei der Anleitung 67 Bauschritte und sie hat aufgefalten ungefähr A3-Format. Neben den Teiletüten und dem Fahrgestell finden wir in der Anleitung auch noch einen Stickerbogen. Und dort sehen wir, der Markenname ist leider wieder mit einem Sticker gelöst, was ich aber nicht verstehe, dass der Sticker so unglaublich riesig sein muss und am Ende die ganze Motorhaube überklebt. Das kann vom Aufkleben meines Erachtens nur schief gehen. Da gefallen mir die kleinen Lösungen von Lego besser, wo wirklich nur der Markenname aufgeklebt wird und nicht die ganze Motorhaube vollgeklebt wird. Natürlich ist es an und für sich immer schade, wenn Sticker dabei sind. Da kennt ihr meine Meinung, gerade weil das hier ein Displayset ist und sich das Leute ins Regal stellen und solche Sticker wahrscheinlich irgendwann wieder abgehen werden. Wichtig ist aber natürlich noch die Steinequalität, über die wir aber natürlich wie immer erst reden, wenn ich es gebaut habe und auch was dazu sagen kann. Und dementsprechend sehen wir uns gleich mit dem ersten wichtigen Bauschritt wieder. Wir sind jetzt ungefähr bei der Hälfte des Ford Fairlady angekommen und es gibt schon einiges zu erzählen und einiges zu zeigen, weil ihr seht, wir sind sehr gut vorangekommen beim Bau. Was ich als erstes schon mal sagen muss, die Teilequalität vom Baugefühl ist unglaublich gut von den Teilen und auch vom Aussehen und der Farbtreue sind die Teile sehr gut. Also das sind die besten Steine, die ich bisher von Pandas in der Hand hatte. Auch cool ist, wie viele Teile wir in diesem Silberton haben. Und das ist eben nicht nur grau, sondern sie haben es als Silber reingelegt. Und das sieht richtig gut aus, gerade an den Stoßstangen. Und hier bei dem meiner Meinung nach wunderschön angedeuteten Motor sieht es doch einfach hervorragend aus. Und das ist schon mal der Unterschied, ob man dann so ein graues Teil hat oder eben so ein cooles silbernes Teil. Ansonsten haben wir schon die hintere Sitzbank gebaut, die vordere Sitzbank und den Schaltknauf und so ein bisschen was von Innenleben, also da geht's auch wirklich voran. Auch ein Teil der Seitenverkleidung ist schon fertig, hier sehen wir die Sticker, die haben wenigstens eine gute Qualität und sehen am Ende auch ganz gut aus, lassen sich auch ganz gut aufkleben, aber trotzdem wäre es schöner, wenn es eben keine Sticker wären, sondern Prints. Also ich habe bisher mit dem Bau super viel Spaß und ich würde sagen, ich baue jetzt noch den Rest und wir sehen uns dann gleich mit dem fertigen Ford Fairlane wieder. Und dann gibt es wie immer eine Kaufempfehlung oder nicht Kaufempfehlung. Ihr kennt das Ganze ja schon. Und fertig ist der Pandas Brick Ford Fairlane und wir haben noch den Rest der Karosserie alles fertig gebaut. Und das ist wirklich ein richtig spaßiger Bau gewesen. Das hat sich seit dem Zwischenbauschritt überhaupt nicht geändert. Auch die Teilequalität ist genauso geblieben wie im Zwischenbauschritt. Also wirklich positive Überraschung, was hier Pandas an Teilequalität vom Aussehen und vom Baugefühl abgeliefert hat. Auch die Scheibe ist komplett trans und eben nicht milchig und die war nochmal in einer einzelnen Tüte eingebackt, deshalb hat die auch kaum Kratzer und Macken. Das einzige, was ihr da seht, sind Fingerabdrücke. Weiterhin finde ich es auch immer noch cool, wie viele Elemente hier in diesem Silberton und eben nicht in einem Grauton gemacht wurden. Auch die Felgen haben einen schönen Silberton. Ich hätte sie mir bloß ein bisschen anders von der Darstellung her gewünscht. Die sind mir ein bisschen zu neumodisch für den Fairlane. Auch der Innenraum ist wirklich liebevoll gestaltet, nur schade, dass wir hier eben Sticker und keine Prints haben. Aber gut, darüber haben wir schon gesprochen. Ich habe trotzdem eben alle Sticker diesmal aufgeklebt, auch wenn ich es privat nicht machen würde. Aber so kann ich euch zumindest sagen, dass die Stickerqualität wirklich gut ist. Auch in die Heckpartie ist viel Liebe reingeflossen und ich muss auch sagen, die Farbtreue vom Sticker zu den Steinen ist in Ordnung. Man hat einen leichten Unterschied, aber den nimmt man wirklich ganz leicht nur wahr und so sieht er wirklich gut aus. Auch diese Rückleuchtenteile finde ich richtig cool. Das sind halt nicht solche Standardteile, sondern passen sehr gut zum Fairlane. Dasselbe gilt für die Frontpartie. Viel Liebe reingeflossen, aber natürlich ist die Frontpartie von dem Fairlane recht schwierig zu bauen, gerade dann auch mit diesen Rundungen hier. Ich finde, das haben sie schon wirklich sehr gut gemacht, das sieht in Ordnung aus, aber um es noch akkurater darzustellen, hätte man für den Fairlane noch einen größeren Maßstab gebraucht als diesen 8 Noppen breiten.
Ich finde es auf jeden Fall spannend, wie nah sie doch dem Fairlane kommen konnten und das eben, wie gesagt, nur an dem 8. und breiten Speed Champions Maßstab. Was ich ein bisschen komisch finde, ist, wir bauen ja hier den Motor drunter. Ihr habt den in dem Zwischenbauschritt gesehen. Und dann bauen wir aber die Motorhaube drauf. Und die Motorhaube ist auch wirklich mit Noppen befestigt. Das heißt, die ist eigentlich nicht zum Rausnehmen gedacht. Und da muss man wirklich mit einem Teiletrenner oder mit einem Schraubenzieher oder ähnliches hier rumholstern, um die dort wieder runterzuhebeln. Das ist natürlich sehr schade, weil der Motor ist hier wirklich ein Highlight, den man gerne nochmal mit einer Klappe oder ähnlichem in Szene setzen könnte. Und das Merkwürdige ist ja, bei dem Kofferraum, da haben die das gemacht. Den kann man sehr leicht öffnen, hat hier den Kofferraum, ist aber halt nicht so spektakulär wie der Motor. Das ist beim Motor nicht so leicht möglich. Aber das ist wieder so ein Punkt, man weiß halt einfach, dass dort Liebe reingeflossen ist. Und selbst wenn er jetzt so dasteht, hat man das noch im Kopf, wie man da einen coolen Motor aus den Flat-Silberteilen gebaut hat. Dann haben wir noch die Figur dazu, ist jetzt kein besonderes Highlight meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, warum die unbedingt in diesen Farben sein muss und warum sie unbedingt einen Rennanzug braucht. Also ich finde, heutzutage zu einem Fairlane gehört nicht ein Rennanzug, sondern einfach ein richtig cooler, gechillter Dude, der damit halt über die Straßen cruist und einfach sein Leben genießt. Der Rennanzug ist da meines Erachtens nicht unbedingt notwendig. Wenigstens haben wir aber neben dem Helm auch noch ein Haarteil. Und so kommen wir der Sache zumindest schon ein Stückchen näher. Das sind hier noch die Ersatzteile, die dazu waren. Nichts allzu Spektakuläres, aber gerade die Flat-Silver-Teile kann man natürlich trotzdem gebrauchen. Und damit sind wir auch schon mehr oder weniger am Ende angekommen. Zusammengefasst kann man sagen, man hat eine Menge Bauspaß, eine tolle Teilequalität. Im Ergebnis, was ich sehen lassen kann für den Maßstab, natürlich aber nicht hundertprozentig aussehensmäßig an den Ford Fairlane rankommt, aber in den trotzdem sehr viel Liebe reingeflossen ist. Und das Ganze für einen Preis von knapp 10 Euro. Ist natürlich kein Schnäppchen, aber ich finde, wenn man merkt, in dem Set steckt Liebe und Mühe drin, dann bezahlt man das gerne. Und wenn man merkt, dass die Teilequalität dann auch noch so gut ist, dann bezahlt man es noch lieber. Und ihr müsst auch bedenken, es ist eben die 8 Noppen Breite und nicht die 6 Noppen Breite. Und dann hören sich die 10 Euro schon wieder viel angemessener an. Man muss immer bedenken, ein vergleichbares Set von Lego, da sind wir bei einer UVP von 20 Euro. Und das sind von Lego nicht die teuersten Sets, die Speed Champions, denn die haben die meisten Preiserhöhungen in letzter Zeit nicht mitgemacht. Ich kann euch das Set also nur empfehlen und wenn ihr das Set selber besitzt, dann schreibt mir mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare, würde mich wie immer sehr interessieren. Und wenn euch das Video gefallen hat, als erstes wirkliches Wieder-Comeback-Video nach der Krankheit, dann könnt ihr auch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da lassen, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, haut rein, euer Valleybrick.